Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Justice Box von Lukas Rieger. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Justice von Lukas Rieger. Das Ganze erscheint morgen am 17. Mai 2019. Ich habe das Glück, euch die Box heute schon vorstellen zu dürfen. Bevor wir das Ganze ansehen, machen wir mal die Folie ab. Und dann schauen wir uns die Box dann mal im Detail an. So, also wir haben hier eine dunkelgrüne Box. Wir lesen hier oben in goldener Schrift einmal den Albumtitel Justice und darunter Lukas Rieger. Und eben dieser ist dann auch hier noch abgebildet. Und hier rechts unten lesen wir noch Limited Team Rieger Box. Und Team Rieger ist so ein Hashtag, den scheinbar seine Supporter oder auch er selber verwenden. Dann haben wir unten einen Barcode und eine Schlange. Und hier rechts ist auch noch eine Maus aufgezeichnet. Okay, interessant. Rechts lesen wir wieder Interpret plus Albumtitel. Oben genauso. Links genauso. Und auf der Rückseite haben wir oben rechts einmal die Credits und dann haben wir hier die Infos zum Album bzw. zur Box, was sich darin befindet. Exclusive Box Content, Jewel Case Album Edition, White Gym Bag Personally Sprayed by Lukas. Okay, das ist alles englisch gehalten. Also wir haben einmal das Album im Jewel Case, dann haben wir einen weißen Gym Bag, also einen weißen Turnbeutel, der persönlich besprüht wurde. Also so wie ich das verstehe, sind diese Turnbeutel somit alle einzigartig. Dann haben wir noch Autographed One of a Kind Selfie Foto, also ein unterschriebenes Selfie Foto, das scheinbar auch einzigartig ist. Also da gibt es auch keine Doppelten, da ist wirklich jedes ein Unikat. Dann haben wir Cross Necklace, also eine Halskette mit einem Kreuz drauf. Secret Poster Size A2, also ein Geheimposter mit Größe A2. Spray Template, das ist eine Sprühschablone. Und Chance to find a golden ticket in 5 boxes and win a meet and greet with Lukas. Ja, also wir haben die Chance auf eines von 5 golden tickets, womit wir dann ein meet and greet mit Lukas Rieger gewinnen können. Gut, dann haben wir hier die Tracklist. Das ist auch sehr ungewöhnlich, dass man hier die Tracklist auf die Box gepackt hat. Sieht man sehr, sehr selten. Wir haben hier insgesamt 13 Tracks und wir haben hier 4 Features. Und so haben wir ein Feature von Sarah Silva, ein Feature von Die Lochis, ein Feature von Nicolas Josef und ein Feature von Amber Van oder Van Day. Also ich muss ehrlich sagen, bis auf Die Lochis sind mir keinerlei Features hier bekannt. Sorry, falls ich da jemanden falsch ausgesprochen haben sollte. Und hier lesen wir dann auch nochmal Limited Team Rieger Box und die Homepage iamlukasrieger.com. Gut, es handelt sich bei dieser Box um eine reguläre Klappbox. Bedeutet, wir machen das Ganze hier auf der Seite auf. Das Ganze einfach aufzuklappen. Und hier lesen wir dann auch nochmal Justice Lukas Rieger. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann diese Halskette. Das dürfte dann wohl der Turnbeutel sein. Dann haben wir das unterschriebene Foto, so ein unterschriebenes Polaroid. Das dürfte dann wohl die Sprühschablone sein. Und dann haben wir dieses Poster. Gut, von innen die Box glatt schwarz. Packen wir mal zur Seite. Und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus. Es ist das dritte Album von Lukas Rieger. Wie gesagt, erscheint morgen am 17. Mai. Wir haben hier ein reguläres Jewel Case. Das Cover ist ident wie auch schon auf der Box. Hier lesen wir wieder Interpret plus Albumtitel. Und hier haben wir ebenso wie auch schon auf der Box die gesamte Tracklist abgedruckt. Hier noch ein Barcode und hier links oben die Credits. Ja, ist auch so von Optik interessant gestaltet. Also ich kenne das dann eher, dass irgendwie die Tracklist mehr so links ist oder mittig und dass die Credits zum Album unten rechts sind, also ungefähr auf der Höhe des Barcodes. Aber ja, hat man hier anders gestaltet.
Dann schauen wir mal hinein. Als erstes werfen wir wie immer einen Blick ins Booklet. Jawohl, gut. Das gefällt mir schon mal richtig gut, denn wie man sieht, haben wir hier die Tracklist nicht nur einfach abgedruckt, sondern wir haben dann auch noch die Lyrics dabei. Also hier hat wirklich jeder Track die gesamten Lyrics mit dabei. Das Ganze dann auch unterlegt mit Fotos von Lukas Rieger, der hier scheinbar gerade auf Tour unterwegs ist. Da hat man immer diese Tourkoffer. Weitere Fotos und natürlich weitere Texte. So zieht sich das so durch. Hier haben wir dann wieder die Schlange. Okay. Also ihr seht schon, unfassbar viel Text. Jawohl. Und dann hier noch eine sehr umfangreiche Danksagung. Und hier unten dann noch, ist allerdings aufgedruckt, eine Unterschrift von Lukas Rieger. Gut, so viel dazu. Hier hinten sind dann noch die Credits zum Album. Also wer hat gemixt, gemastert, etc. etc. Dann kommen wir zur CD. Die ist ebenfalls wie die Box und wie auch das Albumcover in dunkelgrün gehalten. Lukas Rieger, Justice lesen wir hier. So sieht das aus. Auch hier ist wieder der Interpret zu sehen. Dann haben wir ein Foto mit dabei, und zwar dieses Polaroid. Wie gesagt, laut Beschreibung ist das wirklich einzigartig. Bedeutet, in jeder Box dürfte ein anderes Foto mit drin sein. Und diese wurden dann auch alle noch unterschrieben, hier mit schwarzem Stift. Also, dieses Foto, dieses Polaroid dürfte somit keiner sonst in seiner Box vorfinden, wenn es wirklich unique ist, einzigartig. Dann haben wir eine Sprühschablone. Gab es auch schon diverse Male in Boxen. Allerdings hat man sich hier einfach für den Albumtitel entschieden. Das T in diesem Fall hier ein Kreuz. Justice heißt ja auf Deutsch so viel wie Gerechtigkeit. Ja, so sieht das aus. Schwarze Sprühschablone, Karton. Hier kann man dann Justice an die Wände sprühen. Dann haben wir mit dabei einen Kreuzanhänger. Also passend zu dieser Sprühschablone haben wir dann hier das Kreuz. So sieht das aus. Also ein silbernes Kreuz, beidseitig so glatt. Und dann haben wir hier einen Verschluss. Bedeutet, das Ganze kann man dann hier oben öffnen und schließen und natürlich auch groß, größentechnisch anpassen. Also je nachdem, wie lang ihr die Kette wünscht, könnt ihr das dann natürlich hier vornehmen. Dann haben wir mit dabei einen Gymbag, einen Turnbeutel. Dieser ist in weiß gehalten und ist dann hier in diesem Fall mit schwarz-blau besprüht. Ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, weil auch dieser mehr oder weniger einzigartig sein soll, glaube ich, dass dieses Schwarze hier, also wo wir hier Lukas Rieger sehen und hier dieses Justice, das ist bei allen Boxen gleich, bei allen Turnbeuteln, bei allen Gymbags gleich. Allerdings glaube ich, dass hier das Sprühmuster und die farbliche Gestaltung, die unterscheiden sich. Also es gibt dann auch Gymbags, die sind, keine Ahnung, mit einem grünen Kreuz, mit einem pinken Kreuz, was auch immer. Vielleicht haben auch manche mehrere Farben. Meiner ist in blau gehalten, in blau, weiß und schwarz. So sieht das Ganze dann aus. Rückseite blank weiß. Und dann haben wir links und rechts jeweils diese Schnüre, um das Ganze dann zuzuziehen, beziehungsweise um es auch zu tragen, um die Schultern. Hier kann man das dann entsprechend zumachen. Und dann schauen wir nochmal kurz rein, ob wir hier eine Info finden, was hier für Material verwendet wurde. Jawohl, hier haben wir es. Wir haben es hier zu tun mit einem Westford Mill W110. Ethically produced Beachfield Brands United Kingdom, und das Ganze ist 100% Baumwolle. Gut, United Kingdom, Grüße gehen raus. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses Secret Poster.
So, und dieses Poster ist im Hochformat und einseitig bedruckt. Ja, und hier haben wir in zartem Rotlicht den Interpreten abgebildet. Oben rechts lesen wir noch Lukas Rieger und dann haben wir diesen hier mit komplett aufgeknöpftem weißem Hemd. Der Kreuzanhänger, den wir hier in der Box vorfinden, darf natürlich nicht fehlen. Ja, Calvin Klein Unterwäsche wird hier zum Besten gegeben. Ist wahrscheinlich eher was für die weiblichen Fans, aus der sich die Fangruppe um Lukas Rieger wahrscheinlich größtenteils zusammensetzt. Ja, also für mich eher ungeeignet. Aber jüngere Damen werden sich das sicher gerne in ihr Zimmer hängen. Wie gesagt, das Ganze ist einseitig bedruckt. Nein, was haben wir hier? Okay, also, wenn ich es hier richtig deute, dann haben wir hier noch Supporter aufgelistet. Und zwar, wenn wir hier mal kurz schauen, dann wurden hier entsprechend Namen aufgeschrieben und diese auch noch mit einer Stadt versehen. Also ein Beispiel, Gelsenkirchen Lena, Stuttgart Laila, Fichtenberg Henrike. Also ich gehe mal davon aus, dass das irgendeine Aktion war, dass das hier Supporter sind von Lukas Rieger und die wurden hier in diesem Kreuz verewigt. In dieser Kreuzform hier die ganzen Supporternamen. Und dann haben wir auch noch hier die Schriftzüge Justice Lukas Rieger. Ja, also das Ganze ist doch nicht einseitig bedruckt, sondern wirklich beidseitig bedruckt. Kann man sich dann natürlich für eine Seite entscheiden. Beides im Hochformat. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Poster, beidseitig bedruckt im Format A2 und jeweils Hochformat. Dann diese Halskette hier in Silber gehalten mit diesem Kreuzanhänger. Die Sprühschablone mit dem Schriftzug Justice. Dieses Polaroid-Foto unterschrieben. Der Turnbeutel, auch dieser individuell gestaltet. Und natürlich das Album an sich im Standard Schulcase mit insgesamt 13 Tracks. Ja, das Golden Ticket oder eines dieser Golden Tickets konnte ich euch leider nicht präsentieren. Hatte ich nicht in meiner Box. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte ich eins vorgefunden, dann hätte ich es an euch verlost. Da ich sowieso nicht vorhabe, auf die Tour von Lukas Rieger zu gehen. Aber ich wünsche euch natürlich, falls ihr euch diese Box kauft und Fan von Lukas Rieger seid, viel Glück, auf dass euch so ein Golden Ticket in der Box erwartet. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box Justice von Lukas Rieger. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Lukas Rieger unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.